Hallo liebe Wii-Piloten und herzlich willkommen zu einer weiteren Rewatch-Reihe. Seitdem ich dieses Format gestartet habe, kriege ich Nachrichten und Nachrichten und Nachrichten und Nachrichten, Nachrichten und Kommentare. Wann machst du das endlich mit Star Wars? Jetzt mache ich das endlich mit Star Wars. Ja, es wurde Zeit. Ich sag das ab und zu, bei manchen Klassikern fühle ich den Druck. Nie in meinem Leben habe ich den Druck so krass gespürt wie heute. Jeder einzelne Satz wird auf die Goldwaage gelegt. Wenn ich irgendwo Kritik übe, kann ich direkt kriegen in den Kommentaren. Und wenn ich einfach, weil ich improvisiere das ja alles, wie ihr wisst, wenn ich irgendeine Sache auslasse. Meine Güte, habe ich Angst vor euch. Deswegen, this is madness. All das und viel mehr werde ich jetzt besprechen. Aber hier kannst du Spoilern kommen, was Star Wars angeht. Erst recht den ersten Film, aber das Franchise im Allgemeinen. Seid euch dessen bewusst, aber der Film ist von 1977. Ihr hattet so viel Zeit, ihn nachzuholen. Alles, was jetzt folgt, ist nur meine Meinung und damit wurden fast alle Stammes. Bevor wir mit dem Rewatch loslegen, geht noch ein Shoutout an den Sponsor dieses Videos raus. Es ist mal wieder your boy Manscaped. Denn auch in der Spooky Season, die wir hier auf Moviepilot feiern, sollte man anständig aussehen. Ball-O-Ween ist eine Sache. Aber auch um das Gesicht sollte man sich als Kerl kümmern. Und genau da kommt der Handyman von Manscaped ins Spiel. Das kompakte Design und die moderne Skin-Safe-Technologie sorgen hier für eine gründliche und schmerzfreie Rasur. Denn nur weil Halloween-Saison ist, sollte sich niemand vor eurer Gesichtsbehaarung gruseln. Schaut euch doch mal Michael Myers an. Creepy? Ja, aber wenigstens glatte Haut. Und dank der Skin-Safe-Technologie wird es eben nicht zu einem Blutbad kommen, wie sonst bei Mr. Myers. Und für die Werwölfe unter euch da draußen gibt es gleich das Beard Hedger Pro Kit. Mit dem schnurlosen Trimmer könnt ihr nämlich 20 Haarlängen wählen. Die Angestellten des Imperiums haben auch immer wundervolle Uniformen. Charming to the last. Sehen aber auch sonst aus wie aus dem Ei gepellt. Der Beard Hedger mit seiner langen Batterielaufzeit und dem hochmodernen Motor macht's möglich. Also, wenn ihr jetzt ready seid, euch um eure Bartpflege zu kümmern, geht auf manscaped.com und benutzt den Code MOVIEPILOT. Dann gibt es 20% Rabatt plus kostenlosen Versand. So viel zu Manscaped, jetzt geht's los mit Star Wars. Okay, Star Wars oder auch Krieg der Sterne oder auch in Retro-Perspektiv genannt Star Wars Episode 4 A New Hope. Ist ein absoluter Klassiker, ist ein Meilenstein der Filmgeschichte, zählt auch zu den Filmen, die das Blockbuster-Kino etabliert haben, ähnlich wie Der Weiße Hai. Der Film ist von 1977 und wurde geschrieben und Regie geführt, hat ebenfalls George Lucas. Das ist alles bekannt, denn mittlerweile ist alles über diesen Film bekannt. Es ist ein kultureller Impact, wie ich ihn bis dato noch nicht besprochen habe. Als ich klein war, habe ich so gut wie nur Cartoons geguckt. Als ich ganz klein war. Tom und Jerry, die Looney Tunes, die Klassiker von Disney, gerade Warner Brothers Sachen waren so voll meins. Also die Looney Tunes, Bugs Bunny, Tiny Toon Adventures, das war alles meins. Aber so richtige Filme mit echten Menschen habe ich nie gesehen. Es war nicht meins, fand ich langweilig. Ich wollte ja Zeichentricksachen gucken. Irgendwann, da war ich 4 oder 5, kam mein Bruder auf mich zu und meinte, sag mal, du hast noch nie Star Wars geguckt, oder? Und ich so, nein, was ist Star Wars? Und dann meinte er, das gucken wir heute zusammen. Und ich war in meinem ganzen Leben danach nie wieder so immersiv in einem Abenteuer drin, wie der kleine 5-jährige Eve damals, der Star Wars mit seinem großen Bruder gesehen hat. Und das Erste, was er mir gesagt hat, als dieser Film vorbei war, war, es gibt noch 2 weitere Teile. Nächste Woche gucken wir The Empire Strikes Back. Das heißt, dieser Film hat mich wirklich eingeführt in die Welt der Filme. Und ich glaube, es gibt kaum einen besseren Film, der das machen kann bei einem 5-jährigen Jungen. Und Star Wars war George Lucas Idee. Das bedeutet, er hat sich hier richtig viel beeinflussen lassen. Ich habe ja im Tarantino Rewatch darüber gesprochen, dass Quentin Tarantino gerne seine Lieblingsfilme zitiert. The Good, the Bad and the Ugly. Man merkt ganz klar die Italo-Western und so weiter und so fort. George Lucas ist ein Riesenfan gewesen von Serial Adventures, so ein bisschen Pulp- und Trashigen Geschichten und gleichzeitig auch Spaghetti-Western. Und das hat er alles
noch gemixt mit Akira Kurosawa-Film und Star Wars gemacht. Deswegen, diese goldene Schrift, die wir am Anfang haben, ist etwas, was wir aus Filmen wie Flash Gordon kennen. Die Technologie, die wir haben, sind auch aus diesen spaßigen, trashigen Sci-Fi-Sachen, aber die Mythologie rund um die Jedi, die kommen aus Samurai-Filmen à la Akira Kurosawa. Wenn wir dann aber in die Welt springen von Tatooine und Mos Eisley und Han Solo etablieren, dann haben wir eine Western-Ästhetik. Das heißt, der Film ist eigentlich ein unfassbar spannendes Genre. Und die Nummer wird ja auch Weltraum-Oper genannt, weil es gibt nicht eine Szene, wo dieser orchestrale Soundtrack von John Williams nicht zu hören ist. Und Star Wars ohne John Williams Musik wäre nicht Star Wars. Ich meine, wir kennen die Musik, wir kennen die etlichen Stücke, die es gibt, die Intro-Musik. Ich meine, wer kennt sie nicht? Ich habe es bewusst so schlecht gesungen, damit YouTube es nicht claimt. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn man diese Musik hört, krieg ich bis heute, trotz allem, was aus dem Franchise geworden ist, kriege ich ein Grinsen im Gesicht. Muss ich einfach sagen. Und der Intro-Text verrät uns direkt, wir haben hier einen galaktischen Bürgerkrieg. Das heißt, wir haben das große Imperium und eine kleine Gruppe von Rebellen. Und anscheinend hat das Imperium an einer Superwaffe gearbeitet namens Todesstern. Es ist so witzig, über den Plot von Star Wars zu reden, als wenn ihr ihn nicht kennen würdet. Oder, Hadi? Ist ein bisschen komisch, das ist wirklich, aber es gibt Leute da drin. Das ist eine weitere gute persönliche Geschichte. Eine gute Freundin von mir hatte Star Wars nie gesehen. Und als The Force Awakens in die Kinos kam, da war sie endlich bereit, der Originaltrilogie eine Chance zu geben. Sie hat mich angerufen und gesagt, hey du, ich weiß ja, dass du so ein Star Wars Fan bist. Guckst du mit mir die Trilogie? Und ich, nein, als ob ich das, na klar. Und dann haben wir wirklich durchgeguckt und sie war begeistert, was krass ist, weil das zeigt mir, dass wenn man Leuten Star Wars zeigt, die nicht damit groß geworden sind, dass sie das auch toll finden. Und das macht mich wirklich glücklich. Aber ja, wir wissen, das Imperium hat an einer Waffe gearbeitet namens Todesstern. Anscheinend gelang es den Rebellen, die Pläne zu stehlen von dieser Waffe. Und jetzt werden sie verfolgt. Und ich mag allein die Bildsprache, muss ich einfach sagen. Wir haben dieses ganz kleine Schiff, das flieht, und diesen gigantischen galaktischen Sternzerstörer, der die Verfolgung aufnimmt. Das heißt, wir wissen ganz genau, wie die Balance ausschaut in diesem Krieg. Da gibt es diese unterdrückende Übermacht, die ja auch tatsächlich auch modelliert ist nach dem NS-Regime teilweise. Ich meine, später ist ja George Lucas damit all in gegangen bei Indiana Jones. Da hat Indy tatsächlich gegen Nazis gekämpft. Aber hier haben wir schon diese ersten Anspielungen. Und die Fantasie, die sich durch diese komplette Trilogie zieht, ist unfassbar. Das Design der Schiffe, die Outfits und so weiter und so fort. Wir führen relativ schnell die Stormtroopers ein, die ja die Tante 4 einnehmen. Das Spannende ist, das vergisst man manchmal. Die ersten Sätze, die je in Star Wars gesprochen werden, kommen aus dem Mund von C-3PO. Did you hear that? They shut down the main reactor. We'll be destroyed for sure. Und wir haben da zwei Droiden an Bord. C-3PO, das ist ein Protokolldroide, und einen kleinen Astromech-Droiden namens R2-D2. Und es sieht aus wie ein kleiner süßer Mülleimer auf Rädern. Und er ist ein Charakter. Dabei macht er nur piep, 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 boop. This is madness. Piep, 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 boop. Aber C-3PO versteht ihn. Und aus deren Perspektive werden die ersten knapp 20 Minuten des Films erzählt. Die so, oh, ich glaube, diesmal ist Leia wirklich am Arsch. Diesmal hat sie es zu weit getrieben. Und die Stormtrooper kommen an Bord, knallen tatsächlich so viele der Crew ab. Und wir denken uns, wow, die haben es echt drauf. Dass sie danach nie wieder gut zielen konnten. Aber hier können sie es. Und dann führen wir direkt Vader ein. Vader geht durch den Rauch der Vernichtung und wir sehen diese Uniform, Darth Vader. Wir hören das Atmen. Wir wissen nicht mal, warum trägt er diese Uniform. Ist das überhaupt ein Mensch? Ist das ein Roboter? Warum macht er? Aber Vader erneut wäre nichts ohne die Stimme von James Earl Jones. David Prowse ist im Anzug. Aber es gibt Aufnahmen, wo man seine Stimme hört. Es ist nicht das gleiche wie
What have you... Impressive. Most impressive. Diese Stimme, meine Güte, ist bis heute geil. Ich meine, man holt den 90-jährigen James Earl Jones immer noch für Star Wars Projekte zurück, weil niemand diese Stimme so gut drauf hat. Und dann lernen wir Prinzessin Leia kennen. Ihre Frisur ist ikonisch und... Das Letzte, was sie tut, bevor sie geschnappt wird, ist die Pläne des Todessterns in diesen kleinen Astromech-Droiden packen, R2-D2. Sie packt ihn und 3PO in ein Rettungsschiff, die hauen ab und das Imperium ist so blöd, weil sie sehen, oh, da ist eine Rettungskapsel. Ha, wir können keine Lebensform irgendwie da drin finden, deswegen knallen wir das Ding nicht ab, wird schon nichts sein. Ja, also der Typ, ich... Ich gehe davon aus, dass Vader ihn erwürgt hat. Ich gehe so, weil gerade wenn wir sehen, wie er sich in Empire Strikes Back benimmt, der Typ ist tot. Ganz klar. Aber das Besondere ist, mit dem Wissen, das wir heute haben, das ist das erste Aufeinandertreffen von Tochter und Vater. Ja, ist eigentlich krass, aber das checkt Vader noch nicht. Deswegen, es war nie der Plan, dass Leia seine Tochter ist, dass Luke seine Tochter, sein Sohn ist. Aber ja, er nimmt sie gefangen und wir machen mit den Droiden weiter. Die sind jetzt irgendwo in der Wüste von Tatooine, einem Sandplaneten. Hier sieht man die ganz klare, den ganz klaren Einfluss von Dune. Und da werden sie sehr schnell überfallen, nachdem sie sich trennen. Also R2-D2 wird überfallen von den Jawas. Das sind solche kleinen Kapuzenmenschen, die Houdini machen. Das sind Schrottsammler, die aber auch immer mal wieder mit Teilen handeln und so weiter. Und damit kommen sie überhaupt erst zur Farm von Owen, Onkel Owen, dem Onkel von Luke Skywalker. Wir sehen Luke das allererste Mal. Sein Theme-Song ist hier noch die klassische Star Wars-Musik. Mark Hamill, wirklich blutjung. Und über Umwege gelangen sie an diese beiden Droiden, kaufen sie. Und dann sehen wir Lukes Leben. Und Luke ist... ein krass naiver, junger Charakter, der zu Anfang des Films, denkt man, der hat überhaupt nicht das Zeug, ein Held zu sein. Das ist jetzt unsere Hauptfigur und der kümmert sich ein bisschen um die Droiden. Er träumt davon, endlich mal an die Akademie zu gehen. Er will diesen Müllplaneten verlassen. Da ist nur Sand und nichts, was er mag. Aber sein Onkel sagt, das machst du nicht, sonst wirst du noch wie dein Vater. Das wollen wir alle nicht. Und er weiß nicht mal, was das bedeutet. Über seinen Vater wird nicht wirklich gesprochen. Und das ärgert ihn. Aber letztendlich, als er so ein bisschen an R2-D2 rumschraubt, zack, help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Sieht er die Nachricht von Leia. Erneut, der kleine Satz. Obi-Wan Kenobi, du hast meinem Vater gedient in den Klonkriegen. Direkt dem Vater hat er eigentlich nie gedient. Aber der Satz... Weil der Begriff Klonkrieg vorkam, daraus wurde eine Serie. Das ist krass. Das heißt, fast jeder Satz aus diesem Film ist so fucking ikonisch, dass irgendwas ausgeschlachtet wurde. Wenn man so drüber nachdenkt, ist das echt heftig. Aber ich verstehe es ja. George Lucas dachte übrigens, es wird kein Erfolg. Aber woran er geglaubt hat, ist das Merchandise. Er hat sich die Merchandise-Rechte gesichert und... Cleverer Mann. Cleverer Mann. Es gibt alles von Star Wars. Was gibt's nicht von Star Wars? Also... nennt irgendwas, was euch einfällt. Es wird es von Star Wars geben. Hundertprozentig. Ihr denkt, Obi-Wan Kenobi, denkt sich Luke Skywalker. Oh, ich will dieser Prinzessin helfen. Sie ist so hübsch. Ich würde sie gerne... die Hand schütteln. Das ist deine Schwester! Aber ja, sie, tatsächlich sagt er, ich kenne nur Ben Kenobi. Er macht sich dann auf, nachdem R2-D2 reinhaut, weil er sagt diese Nachricht, also er sagt ja nur piep, 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 aber diese Nachricht war für Obi-Wan, er haut ab, 3PO und Luke probieren ihn zu finden, werden überfallen von den Sandleuten, den Tusken Raiders. Auf einmal hört man den merkwürdigsten Schrei ever, so... Ich weiß bis heute nicht genau, wie Obi-Wan Kenobi das gemacht hat mit der Macht. Weil die Macht ist Plot-Device, aber die kann halt alles, was der Plot gerade verlangt. Und wir haben da so eine Figur in der Kutte und es ist Sir Alec Guinness, eine Legende. Hello there. Hello there. Ja, er war der Erste, der es gesagt hat. Und er rettet Luke das Leben, 3PO's Arm wird wieder rangemacht, weil der wurde ja angegriffen. Und das Witzige ist, dass Obi-Wan sagt, ich kann mich nie an diesen, ich habe keine Ahnung, wer dieser kleine Droide ist.
Grund Nummer 530, warum die Prequels nicht so gut zur Originaltrilogie passen, wie man denkt. Aber ja, weil da haben die ja sehr viel miteinander zu tun gehabt. Aber egal. Das Witzige ist, wenn Luke fragt, kennst du ein Obi-Wan Kenobi? Und die Musik auf einmal ominös wird. Wir haben das erste Mal die Musik der Macht. Diese ersten paar Tonen noch. Ich so. Ich krieg Gänsehaut jedes Mal. Und der Obi-Wan. Of course I know. It's me. Ich so. Fuck. Also man weiß, da ist irgendwas sehr, 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 sehr ominöses, das diesen Mann so ein bisschen umhüllt. Und er guckt sich dann die Nachricht von Leia an und sagt, we have to go to Alderaan. Ja, sie wollen jetzt nach Alderaan reisen, Leia retten. Also, das möchte Obi-Wan mit den Droiden, möchte, dass Luke mitkommt. Also, ich kann das nicht, bla. Luke ist so richtig, ja, so ein kleiner Nudnik. Ich kann es nicht anders sagen. Er ist ständig am Heulen. Und da tatsächlich erzählt dann Obi-Wan Kenobi Luke einiges über seinen Vater. Dass er ein Jedi-Ritter war, so ähnlich wie er mal einst ein Jedi-Ritter war. Gibt ihm sogar die Waffe der Jedi, ein Lichtschwert. Das erste Mal ein Lichtschwert zu sehen. Es geht an und da kommt so ein blauer Strahl raus. Das ist unfassbar, das ist Filmgeschichte. For over a thousand years, the Jedi Knights were the guardians of peace and justice in the galaxy. Before the dark times, before the Empire. Und dann verrät er Luke, dass Vader seinen Vater umgebracht hat. Und jetzt wissen wir direkt, okay, krass, ja, aber ich würde ja trotzdem gerne mit dir mitkommen, aber Onkel Owen und Beru, die sind krass dagegen, das geht nicht klar, ich muss wieder nach Hause. Dann sehen sie aber, dass die Jawas bereits abgeschlachtet worden sind. Dann denken die, das, waren das die Sandleute? Und dann sagt Obi-Wan, nein, diese Schüsse sind zu präzise für Sandleute. Das müssen ganz klar Stormtrooper gewesen sein, weil die Stormtrooper haben jetzt auch gecheckt, oh Gott, da draußen sind die Pläne, wahrscheinlich in Droiden. Wir jagen die. Also rast Luke nach Hause, weil er weiß, oh Gott, aber das heißt, es führt sie zurück zu meiner Tante und meinem Onkel. Und er findet sie und die sind verbrannt. Einfach verbrannt. Und das ist so eine heftige Szene und Luke guckt sich das einfach an. Das ist der Beginn seiner Heldenreise. Er weiß, okay, sein Leben, wie er es kannte, ist vorbei. Da ist sein Onkel, da ist seine Tante, sind verbrannt. Wie geschmacklos ist es, dass es davon Actionfiguren gibt? Es gibt verbrannten Owen und verbrannten Beru als Actionfigur, aber es gibt auch The Force als Actionfigur. Okay, ist einfach eine Verpackung, wo nichts drin ist, aber ist da vielleicht doch was drin, wenn man dran glaubt? Ich weiß es nicht. Aber ja, er sagt, okay, ich schließe mich dir an, Obi-Wan, ich möchte ein Jedi werden wie mein Vater vor mir. Und dann gehen die tatsächlich nach Mos Eisley. Das ist diese kleine Stadt, diese Hafenstadt, mitten in Tatooine. Und hier muss ich auch darüber reden, der Film wurde ja 20.000 Mal verändert, weil George Lucas auf die brillante Idee kam, neue Wesen mit reinzubringen, CGI-Effekte. Man muss sich jetzt wirklich Mühe geben, um die Originalversion zu finden, weil manchmal läuft einfach so ein großes Wesen durchs Bildschirm und ich sehe das Arsch, den Arsch von einem CGI-Wesen. Ich, warum? Da haben wir die Bar, die Cantina-Bar, erneut. Und selbst hier, da gab es mal einen Werwolf. Den sehen wir nicht mehr. Jetzt ist da so eine Shisha-rauchende Eidechse. Aber ja, das Tolle ist, egal wo wir hingehen, bei Star Wars, wir erleben Sachen, die unglaublich sind. Alles hat eine eigene Kultur, alles hat einen eigenen Look. Es ist in einer weit, weit entfernten Galaxis. Das hat ja auch der Introsatz gesagt. Aber es gibt Ähnlichkeiten zu unserer Kultur, die aber ein bisschen anders sind. Bars sehen nicht so wirklich aus wie unsere Bars, aber wir wissen, was das sein soll für diese Welt. Und das finde ich so spannend. Deswegen finde ich so doof, wenn es später in Star Wars Filmen Sachen gibt, die mich zu sehr an unsere eigene Welt erinnern. Das will ich eigentlich nicht. Dann lernen wir den coolsten Charakter kennen ever. Es ist Han Solo. I'm Captain in the Millennium Falcon. Gespielt von Harrison Ford. Wow. Einfach nur, wow, der Typ ist der absolute Wahnsinn. Und an seiner Seite haben wir Chewbacca, ein Wookie. Das ist so, ich werde es jetzt sagen, für die Leute, die wirklich Star Wars nie gesehen haben, das ist der große, haarige Bär, okay? Das ist so. Ja, und er ist der Captain des Millennium Falcons, er ist Schmuggler. Auf seinen Kopf wurde bereits ein Kopfgeld ausgesetzt und Obi-Wan bietet ihm so viel Kohle, dass er sagt, okay, ja, ich transportiere dich, den Jungen und zwei Droiden nach Alderaan, machen wir. Und dann sollen wir halt einfach die imperialen Soldaten meiden, kriege ich hin, ich bin der Beste. Und für ihn geht's nur um Geld. Das heißt, Obi-Wan, Luke und die Droiden machen sich ready im Hangar, aber
Han wird direkt abgefangen von Greedo. Hey, Samadula, Buddha, Zetbezaka. Tell Jabba that I've got his money. Hey, Samadula, Buddha, Zetbezaka. Untertitel: Jabba, schuldest du Geld, er macht dich bald tot. Übrigens, es gibt jetzt in New Hope eine Szene, wo CGI Jabba zu sehen ist, weil ursprünglich war die Überlegung, ob Jabba von einem Menschen gespielt wird, aber diese Szene wurde zum Glück rausgeschnitten. Ich finde es doof, dass es das jetzt gibt, weil wie geil ist es, wenn man zwei Filme lang von Jabba the Hutt hört und ihn dann tatsächlich das erste Mal sieht in Return of the Jedi. So, ich will ihn nicht vorher gesehen haben, aber ja, jetzt kommt die Sache, über die immer wieder geredet wird. Greedo ist kurz davor, Han abzuknallen, weil ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt wurde, weil er Jabba the Hutt, einem Gangsterboss, Geld schuldet. Und Han schießt ihm unter dem Tisch einfach mal fett in die Eier, er ist tot. Er ist tot. Und da ist immer die Frage, wer hat zuerst geschossen, Han oder Greedo? In der Originalversion hat nur einer geschossen. Das ist nur Han. Das heißt nicht mal Han shot first. Han ist der Einzige, der geschossen hat. Aber danach hat George Lucas gesagt, ja okay, man könnte niemanden rehabilitieren, der zuerst schießt. Ich so, aber man kann Vader rehabilitieren? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. George Lucas, manchmal verstehst du deine eigene Arbeit nicht. Und dann haben die irgendwann simultan geschossen, deswegen ist es ganz komisch. Aber ja, Greedo ist tot, das Imperium ist da, die wurden bereits verraten. Das heißt, die Crew muss reinhauen im Millennium Falcon, der einfach so cool aussieht. Und auch das Modell geworden ist, die Blaupause für alles, was gefolgt ist. So Serenity, Firefly, das ist im Grunde genommen der Millennium Falcon. Ich liebe das Design. Ich liebe, Star Trek war immer so klinisch, steril, sauber. Star Wars war dreckig. Star Wars ist auch nicht wirklich Science Fiction. Es ist eine Space Opera, allein wegen der Musik, allein wegen den Szenenbildern und den Kostümen. Aber es ist auch schön gritty, es ist ein bisschen dreckig. Und es ist Fantasy, weil es so etwas gibt wie die Macht. Und die Macht wird Thema an Bord des Millennium Falcons, weil Han Solo glaubt nicht an sowas, so ein Mumbo-Jumbo. Und Obi-Wan sagt, ja okay, das ist halt dein Problem, aber die Macht gibt es tatsächlich. Und er probiert Luke gerade zu trainieren. Luke hat so einen Helm auf, wo er nichts sehen kann. Und er muss einfach Schüsse spüren, die er mit dem Lichtschwert abwehrt. Parallel wird Leia gefoltert von Vader. Und wir finden auch sehr schnell heraus, Vader ist nicht in charge. Es gibt sogar jemanden, der über ihm ist. Und das ist nicht mal der Imperator. Der Imperator kommt nicht mal vor. Der wird nur kurz erwähnt. Der Imperator. Nein, Peter Cushing als Grand Moff Tarkin. Fucking genial. Also großartiges Casting und ich bin auch ehrlich, so müssen Bösewichte sein. Er verliert nie die Coolness. Wenn Vader den einen Typen wirkt mit der Macht, was er kann, was krass ist, das ist, wir wissen, okay, es gibt Magic, es gibt Zauberei, das ist einfach da. Wovon Obi-Wan geredet hat, stimmt. Und Vader hat das Gleiche. Das sind die letzten Weltraumzauberer da draußen. Anscheinend, okay. Aber wenn Tarkin sagt, Vader, release him, dann lässt er den auch los. Also das heißt, Vader hat nicht den höchsten Rang. Und wenn er einfach nur Prinzessin Leia anguckt und sagt, you will tell me where the plans are. Und sie sagt ihm, okay, they're on Dantooine. Was eine Lüge war, aber okay, ich glaub dir. Fuck it, ich glaub dir überhaupt nicht. Wir jagen deinen Heimatplaneten in die Luft. Und Alderaan wird in die Luft gejagt vom Todesstern, weil das ist es, was der Todesstern macht. Der kann Planeten in die Luft jagen. Und Obi-Wan merkt das. Er hat, there was a great disturbance in the Force. Ja, er merkt, dass es so war, als wenn Milliarden Leben einfach ausgelöscht worden sind. Und ja, man merkt sehr schnell, die wollen ja nach Alderaan reisen. Und es gibt keinen Alderaan mehr. Dann werden die tatsächlich angezogen vom Todesstern, der sie reinholt. Was dazu führt, dass etwas passiert, was ein bisschen lustig ist. Aber es soll ja auch ein bisschen trashig sein, was in 20.000 Filmen nachgemacht wird. Luke und Han machen zwei Stormtrooper tot und verkleiden sich als die, damit sie dann Leia rausholen können. Und sie tun so, als wenn Chewbacca ihr Gefangener ist, damit sie in den Zellentrakt kommen. Und das Witzige ist halt auch dort, wie Han mit der ganzen Sache umgeht. Anfangs sagt er auch, ja, ich will damit eigentlich gar nichts zu tun haben, mir geht's nur ums Geld. Und dann sagt Luke, ey, es ist eine Prinzessin, die wird dir sehr viel Geld geben. Also das hoffe ich auch. Ich liebe es, dass Harrison Ford bei jedem Satz den macht. Das ist einfach klasse. Aber Obi-Wan sagt, ich habe hier noch was zu tun. Und er schaltet halt diesen Tractor-Beam aus. So heimlich überall schleicht er rum in seiner Jedi-Kutte. Ich wusste auch damals nicht, dass das Jedi-Kutte ist. Ich dachte, man ist einfach sein Outfit für Tatooine. Weil Ben Kenobi und so. Später fahren wir, okay, alle Jedis sahen so aus. Komisch. Naja, egal. Ganz egal. Die Mythologie wurde eh ein bisschen random später. Aber ja,
Auf jeden Fall gelingt es dann, über Umwege Luke und Han an Leia zu kommen. Sie befreien sie, aber Leia ist badass. Das ist auch das Tolle. Sie ist nicht nur Damsel in Distress. Sie nimmt sich selber eine Knarre, die schießen auf Leute. Dann landen die in der Müllpresse, wo wir irgendein ganz komisches Monster haben, das aussieht wie aus Lovecraft. Aber auch da entkommen sie dank der Hilfe von R2 und 3PO. Aber parallel gibt es das Treffen zwischen Obi-Wan und Vader. When I left you, I was but the learner. Now I am the master. Only a master of evil, Darth. Und es gibt einen Lichtschwertkampf. Das Besondere ist, damals hat man die Lichtschwerter noch mit zwei Händen gehalten, weil die sollten wirklich schwer sein. Aber ja, der Kampf ist nicht so gut gealtert. Es sieht halt wirklich aus wie zwei Rentner, die sich ein bisschen mit Stöcken hauen. Aber die Lichtschwerter für damals waren krass. Die Outfits sind krass. Und das Besondere ist, Vader will Obi-Wan fertig machen. Aber er verschwindet, also er hat ihn getötet, aber er ist einfach weg, da ist nichts mehr übrig, außer seiner Klamotten. Rennt er irgendwo nackig rum? Nein, aber es gibt eine Erklärung dafür. Jedenfalls gelingt dem Rest der Crew die Flucht. Obi-Wan hat sich quasi geopfert, um denen eine Chance zu geben. Die hauen ab, müssen sich dann noch gegen ein paar TIE-Fighter wehren. Don't get cocky, kid. Ja, wirklich. Auch die Szene. Welche Szene ist nicht ikonisch? Aber ja, sie gelangen letztendlich auf den Planeten, wo sich die Rebellen verstecken, Yavin 4. Und da gibt es so eine große Basis, die sau cool ist. Und da stellt sich heraus, der Todesstern hat einen Fehler. Und zwar, da ist so ein 2 Meter großes Loch. Wenn du da ein Torpedo reinschießen würdest, kann die ganze Station in die Luft fliegen. Nicht so ein geiles Design. Ich weiß, später gibt es den ganzen Film, der erklärt, das ist mit Absicht, weil Rogue One nicht so... War es auch mit Absicht bei Return of the Jedi mit dem zweiten Todesstern, den man noch leichter kaputt machen könnte? Und mit Starkiller Base? Ich glaube nicht. Aber ja, da sehen wir so ein bisschen die Rebellen und wie deren Uniformen ausschauen und deren Schiffe, so wie die X-Wings und die Y-Wings. Das ist mega cool. Und Luke freut sich endlich, Teil der Rebellion zu sein, macht mit. Han sagt, ich habe mein Geld. Peace out. Alle sind enttäuscht von ihm. Den hier kriegst du, Han. Und es geht los. Wir haben da diese finale Schlacht im Weltraum, wo sie auch wirklich diese Miniaturen dafür gebaut haben. Und der Todesstern fängt sehr viele davon ab. Die TIE Fighter kommen. Immer mehr Piloten sterben. Unter anderem einer, der Porkins heißt. Er heißt Porkins. Wedge Antilles ist am Start. R2 wird von oben noch kaputt geschossen. Das ist ja der kleine Astromech-Droide, der dann oben in dem Schiff von Luke ist. Und Vader sagt, fuck it, ich gehe da jetzt selbst raus. Und er ist kurz davor, Luke abzuknallen, als von hinten Schuss kommt. Der Millennium Falcon ist zurück. Han ist doch ein Held. Ihm geht es um mehr als um nur Geld. Ich meine, er hat ja auch ein bisschen geflirtet mit Leia, so ein bisschen, deren Hin und Her. Das sind beides zwei Sturköpfe, was deren Chemie unfassbar, unfassbar charmant macht. Und Luke hört in seinem Kopf Obi-Wan, use the Force. Das heißt, er schaltet tatsächlich all seine Maschinen ab und möchte einfach nur seiner Intuition träumen. Schießt den Torpedo ab, back, der Todesstern fliegt in die Luft. Goodbye, Tarkin. Vader ist irgendwo da draußen, schleudert so ein bisschen rum. Ich dachte immer, dass er seine Rüstung komplett vollgekotzt hat, weil das würde ich machen. Und dann gibt es zum Schluss eine wundervolle Zeremonie, wo Han und Luke eine Medaille kriegen von Prinzessin Leia, Chewie nicht, weil... Rassismus, keine Ahnung, aber es ist wundervoll und das ist ein herrliches Märchenende, das aber die Tür offen lässt für mehr, weil wer ist der Imperator? Vader ist noch da draußen, geht die Schlacht weiter. Das tut sie, aber darüber rede ich nächste Woche. Ich muss es sagen, wie es ist, Star Wars ist immer noch ein fucking Meisterwerk. Das ist so ein Meilenstein und ja, er ist Kult und ja, er wird immer und immer wieder zitiert, aber die Charaktere machen so viel Spaß, die Welten, diese kleinen Einfälle, die wir überall haben und nicht bräuchten, aber... Weil sie da sind, wird der Film dadurch einfach so viel besser und das Ganze begleitet von dieser unfassbar wunderschönen Musik von John Williams. Ich liebe alles daran. Ich liebe das Mysteriöse rund um die Jedi und die Macht. Ich liebe das Kriegsabenteuer, aber auch das spaßige Abenteuer. Ich liebe die Chemie zwischen Luke, Han und Leia und auch die Comedy-Aspekte von 3PO, Chewie und R2-D2. Alec Guinness ist der absolute Wahnsinn. Ist ja auch cool, dass sie ihn trotzdem zurückgebracht haben für die Sequels in Geisterform. Und Vader. Vader hat einen Eindruck hinterlassen. Vader wurde aber in dem Film noch nicht zum besten Schurken da draußen. Das hat der nächste Film gemacht. Denn der nächste Film ist noch um einiges besser. Ich werde über The Empire Strikes Back nächste Woche sprechen. Aber Star Wars, der originale Film, immer noch der Hammer. Ja, ein paar der Änderungen gehen mir wirklich auf den Sack.
Nichtsdestotrotz, der Film ist klasse. Ich weiß, dass ihr ihn höchstwahrscheinlich mögt, aber ich frage euch, wann habt ihr das letzte Mal den ersten Star Wars Film gesehen? Und erinnert ihr euch noch an den Werwolf? Schreibt es mir in die Kommentare. Das Angebot von Manscaped findet ihr in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.